bleiben! Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Köpfchen zeigen! Oben bleiben! Soll ich herzliche Grüße bringen? Herzlich von Gudrun Müller-Enstein. Sie ist in Urlaub und kann diesmal nicht dabei sein. Zweitens, Grüße aus Moskau von Pusseriok. Die Frauen danken uns, ihre Vertreterinnen in Moskau danken uns für die Solidarität und für den Widerstand, der von den Künstlerinnen und Künstlern und auch aus unserer Bewegung kommt. Grüße nach Moskau. Vielen Dank an die Juristen zu Stuttgart 21 und Eisenach von Löper. Zwischendurch und für alle, die etwas durstig geworden sind, die Kanzlerin haben heute Mineralwasser dabei. Noch zwei kurze Statements, bevor ich Klaus Gebhardt, den Gründer der Parkschütze, auf die Bühne bitte. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir leben in Zeiten, in denen den Menschen die Bäume egal sind. Überall auf der Welt wird abgeholzt, wird Natur zu Geld gemacht. Profit und Gier bestimmen das Tempo. Da werden ganze Urwälder gerodet, da werden Zehntausende von Menschen vertrieben, wie am Cochabamba in Brasilien, in Borneo in Indien, am Belo Monte in Brasilien, im afrikanischen Sulawesi. Die Herren, die Profiteure der Naturzerstörung, die Verursacher des Elends, haben überall auf der Erde und auch in Stuttgart den gleichen Namen: Kapital und Gier. Ja! Empört euch, sagen wir daher gemeinsam, auch am 29. und 30. September. Da geht es um eine solidarische Welt, da geht es um Zukunft, da geht es gegen Spekulantengier, Stadtzerstörung und Bankenwillkür. Kämpfen und trauern, liebe Bürgerinnen und Bürger, kämpfen und trauern, das ist dieselbe Seite einer Medaille. Früher, als wir noch an Günter Jauch glaubten, an Wer wird Millionär, da wussten wir nichts von der Bankenkrise und von Bankrotteuren, die heute das Land heimsuchen. Da waren wir noch unverdorben und naiv. Inzwischen haben wir den Kriegsdienst verweigert, sind Majore geworden in Afghanistan, haben den Widerspruch studiert und wissen längst, wie man eine Demo anmeldet und wie man die Schikanen der eigenen und der anderen Seite entgeht, auch auf den eigenen Webseiten. Wir haben gelernt, dass nicht alles, was gedruckt wird, auch wahr ist. Wir haben gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen und dass vieles, was wirklich interessant ist, weder in der Zeitung steht, noch im Radio zu hören ist. Wir haben uns durch Diktaturen geschlagen und eigene Dummheiten bereut, Leichtgläubigkeit in früheren Jahren. Wir haben viele Freunde verloren und viele neue Freunde gewonnen, aber auch Feinde. Wir haben gejubelt und verzagt, wir haben eingeschränkt und ausgeteilt. Wir haben oft an unseren eigenen Fähigkeiten gezweifelt. Und heute wissen wir, zu Unrecht. Und oft an der Demokratie gezweifelt. Und heute wissen wir, meistens zu Recht. Wir haben erfahren, dass die Klugscheißer Dummgrößen sind und dass Experten mehr als einmal keine Ahnung haben und das Geld die Welt regiert. Man lernt nie aus. Auch der Bundesoffizier weiß, genauso wie der Schütze Arsch, er kann den Befehl verweigern. Wie jeder Polizist am 30.09. Jeder Soldat kann, wenn er im Inneren des Landes eingesetzt werden soll, das Gewehr in die Ecke stellen und sagen, mit mir nicht. Befehlsverweigerung ist, ich gebe es ja gerne zu, in unserem Lande eine kaum geübte Tradition. Ehren wir daher angesichts des höchstrichterlichen Urteils in der letzten Woche, das die Verfassung aushebelt, Leute wie unseren Landsmann Georg Elser.
den Schreiner aus Königsbrunn. Ehren wir all jene, die die Knarre ins Korn geworfen haben, damit nie Gras über die Möglichkeit wächst, Nein zu sagen. Georg Elser, der Verschwiegene, der Vergessene, schlenderte Ende August 1939 jeden Abend in den Münchner Bürgerbräukeller, aß einen Happen und machte sich dann an die Arbeit, um Hitler den Krieg zu erklären. Zu dieser Zeit hörte man die Stauffenbergs noch jubeln für das Großdeutsche Reich. 1945 wurde Georg Elser von den Nazis ermordet. Heute brauchen wir keine Bürgerbräukeller mehr. Nicht dafür. Wir brauchen Verstand. Da hapert es noch ein wenig im Lande der Dichter und Denker. Wir brauchen eine verlässliche Verfassung, eine, die sich nicht verbiegen lässt, eine, die auch in der Not hält und nicht nur in Ausnahmefällen. Die Richter haben das Grundgesetz fundamental geändert. Das war und ist nicht ihre Sache. Wir brauchen aber vor allem bei aller Richterschelte Menschen, die dieses Land mitgestalten, die für mehr Demokratie auf die Barrikaden gehen. Wir brauchen Menschen, die ihren Gewissen folgen, Menschen, die Nein sagen. Komme ich nochmal zu euch ganz kurz, dann wird uns Capella Rebella den Marsch blasen. Und es gibt auch Flyer, die aktuellsten Flyer überall am Ende, die ihr mitnehmen könnt. War das richtig jetzt mit dem Flyer? Es war nicht richtig. Sie schütteln mir den Kopf. Also es gibt Flyer, aber nicht die aktuellsten, sondern andere. Es gibt die, die wir in der 10. oder 20. Auflage schon mitnehmen haben. Aber jetzt hören Sie Klaus Gebhardt.